Okay, aber hier finden wir doch bestimmt irgendwas Nützliches noch, oder? Irgendwas Hilfreiches. Rezepte Frankreichs und der französischen Inseln. Oh, hieß es nicht, in den Lieblingsrezepten ist ein Schlüssel versteckt. Zwischen den Seiten mein Schlüssel, da stand es ja auch gerade. Ich war noch oben. Tahitianischer roher Fisch. Was haben wir noch? Können wir hier einfach rüber? Ah ja. Boté aux deux saucisses. Wurst-Kohlauflauf. Klang auf Französisch irgendwie besser. Okay, schön. Mit Rezepten, das ist doch nett. Bœuf Bourguignon. Bourguignon wahrscheinlich. Das U wird bestimmt bloß sein, damit es nicht als J gesprochen wird. Okay. Hier, falls ihr Rezepte braucht, hier, schreibt es euch ab. Klingt ja nicht so falsch. Natürlich mit Wein abgelöscht. Die Franzosen löschen alles mit Wein ab, glaube ich. Soca Niçoise? Was auch immer. Oh, mit Kichererbsenmehl, das heißt, das ist irgendwas in die Richtung Hummus sozusagen. Also was eine Anleihe an die nahe östliche Küche. Wahrscheinlich so aus dem Maghreb geholt, weil die Franzosen ja viel im Maghreb auch zu tun hatten. Also Nordafrika. Klingt zumindest so. Gut, haben wir noch ein paar Rezepte mit kennengelernt. Und einen Schlüssel gefunden. Ich hielt den Schlüssel ganz fest. Und betete, dass er nützlich war. Oh, das wissen wir schon, mein Freund, das wissen wir schon. Ich hatte endlich den Küchenschlüssel gefunden, genau. Dieses kleine Stück Metall war entscheidend für mein Überleben. Okay, ich hätte ehrlich gesagt lieber einen Dolch gefunden. Aber gut, das ist natürlich auch schon mal was. Den zweiten Dolch müssen wir dann halt erst noch suchen. Gut, vielleicht findet der sich ja auch in der Küche, kann ja auch sein. So, dann mache ich mir jetzt... Ja, das geht immer noch nicht, wissen wir doch. Dann mache ich mir jetzt nicht extra das Licht an. Oh, ich sehe nichts. Gut, ich habe den Weg offenbar irgendwie doch noch gefunden. Da hat er schon langsam Panikzustände gekriegt in der Dunkelheit. Okay. Wie praktisch, dass wir hier drüben nochmal... Wer hat denn hier das Licht ausgemacht? Dass hier ständig irgendjemand rumgeht und die Lichter ausmacht, das ist ja schrecklich. So. Die Frage ist, schaffen wir das, bis rüber zu gehen, bis zum Feuer am Kamin, ohne verrückt zu werden? Lauf, mein Freund, lauf! Oh Gott, nee, hier ist es zu dunkel, das geht dann doch nicht. Ich glaube, der Kamin ist aus, kann das sein? Hier gibt es auch ein Grammophon? Ach nee, ich bin wieder zurückgelaufen. Das ist das Problem. Okay. Hat sich der Raum hier verändert? Der kommt mir so anders vor vom Aufbau her. Noch ein paar Streichhölzer. Die Tür war zu. Genau. Und tatsächlich ist es hier ausgegangen. Naja gut, was soll's. Oh, Junge. So, dann schauen wir mal in der Küche nach. In einer Pfanne war ein unerkennbares Etwas noch warm. Oh, Streichhölzer, sehr gut. So, erstmal die Wände ein bisschen untersuchen, ob wir nicht vielleicht gleich einen Lichtschalter finden. William Vespers Tagebuch, Auszug 21. 9. Juli 1922. Verflucht sei dieses Volstead-Gesetz. Es ist jetzt eine Woche her, dass Winterstone mir etwas Bourbon besorgt hat. Seit der Razzia in der Beckford-Destillerie ist die ganze Stadt ausgetrocknet. Ich werde Alkohol mit dem nächsten Frachtschiff aus Anang? Wo auch immer Anang ist, wahrscheinlich irgendwo in Afrika, aus Anang schmuggeln müssen. Dieser asiatische Fusel verbrennt mir die Eingeweide, aber was habe ich schon für eine Wahl? Okay, Asien, also... Es wird Wochen dauern. Diese verdammten korrupten Bullen können sorgenfrei schlafen. Niemand kommt nachts aus der Dunkelheit, um sie anzugreifen. Was für eine dumme und scheinheilige Bevormundung. Was bleibt den Armen? Bevor du dich um meine Gesundheit kümmerst, solltest du dich fragen, ob es mir dann besser geht. Ich sollte ausgehen, versuchen, neue Kontakte zu knüpfen. Aber die Schatten werden mich verfolgen. Wer weiß schon, was draußen passieren kann. Vor allem, wenn ich am Steuer sitze.
Ich glaube, das Wall Street-Gesetz wird dann wohl in Richtung Alkoholprohibition gehen. Denn die war ja dann ungefähr so in der Drehe, ne? In den 20ern, Anfang der 30er Jahre, glaube ich, noch, bevor sie dann wieder aufgehoben wurde. War ein, ich muss sagen, ein sehr fortschrittlich ambitionierter Versuch. 40 Stück liegen hier rum, wow. Aber hat letztendlich nicht funktioniert. Man kann den Leuten halt den Alk nicht nehmen, ne? Jetzt war das Geschirr in der Spüle voller Leben. Irgendwie holen sie sich den immer. Ich weiß nicht warum. Also ich persönlich trinke so gut wie gar nicht mehr seit ein paar Jahren Alkohol. Aber aus irgendeinem Grund hat der Mensch ein Bedürfnis nach Berauschung. Nicht bloß der Mensch, auch bei Tieren gibt es das ja, dass sie vergorene Früchte essen, um sich ein bisschen zu berauschen. Ich glaube, bei Affen gibt es das vor allem. In Afrika, in Madagaskar und so. Naja, gut, was soll's. Nicht vergessen, Streichhölzer. Ich habe überall im Haus Streichhölzer platziert, wenn mal die Stromversorgung ausfällt. Denn das wäre wirklich das Letzte, was ich mir wünsche. Danke, das ist sehr zuvorkommend von dir. Früher eine Mahlzeit, jetzt ein Angebot für die Fliegen. Der Kühlschrank sah zwar mitgenommen aus, aber er funktionierte noch. Einmal neues Licht, bitte. Oh, das sieht nach Lichtschaltern aus, oder? Küche, Korridor? Oh, dankeschön. Gut, wir können also immer bloß in der Küche oder im Korridor Licht machen. Und der zweite Dolch. Jawohl, mit dem Messer war Selina geschnitzt worden, bevor es mit Gewalt reingerammt wurde. Okay, ich musste beide Hände benutzen. Dann schaue ich mir da kurz noch die Ecken an, die im Dunkel liegen weiterhin. Die Küche war vermutlich vor Jahren ein lebendiger Ort gewesen. So, hier drüben. Das wird nicht beleuchtet, das können wir uns ja noch anschauen. Aber das Buch hatten wir schon, das heißt, hier gibt es nichts Zusätzliches mehr, was wir noch entdecken können. So, hier liegen echt viele Streichhölzer rum. Hier 37, hier vorne das im Vordergrund des Bildes 40. Also wir haben fast 80 Streichhölzer noch hier rumliegen, das ist gut zu wissen. Dieses Stück Fleisch hätte von irgendetwas sein können. Oder von irgendjemandem. So, nehmen wir uns mal den Dolch. Die Klinge steckte bemerkenswert fest. Da hatte, glaube ich, jemand ziemlich viel Wut. Derjenige, der den Namen eingeritzt hatte, war entweder sehr verliebt oder sehr zornig. Ich glaube eher Zweiteres. Okay. Das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Eine Riesennachricht und dann stehen zwei Zeilen drauf. Okay, das da drüben hatte ich, glaube ich, auch schon alles angeschaut, ne? Gut, haben wir auf der Seite des Tisches noch was. Halt, hier war noch was. Ach, das hatten wir auch schon, das unerkennbare Etwas. Okay. Dann schauen wir noch kurz hier in den Schrank. Oder auch nicht. Es ist nur das Fleisch, das er anschauen möchte. Okay. Möchte nicht unsere freundliche Dame mal wieder, oh Gott, vorbeischauen? Oh, Typ, lass doch bitte das Streichholz an. Wo sind wir denn hier? Okay, hier kommen, du sollst die Tür nicht zumachen. Hier kommen wir also auch gar nicht durch. Es sei denn, ich komme hier am Rande lang. Nee, das ist wirklich komplett versperrt. Ach Mensch, lass doch die Tür offen. Komm, wir machen mal so. Da in der Küche sonst nicht mehr viel ist, außer Streichhölzern, schalte ich mal das Licht auf den Korridor um. Ich weiß gar nicht, was als Korridor jetzt hier genau betrachtet wird. Da drüben. Der Schalter bediente zwei Lampen. Ja, das wissen wir ja. Okay, wir schauen uns das mal kurz an. Wo ist denn das? Könnte das dort sein, wo uns der Geist vorhin gestört hatte? Wo wir nicht weitergekommen sind und gestorben sind? Wir schauen mal. Ah! Ich sehe nichts. Das ist sehr ärgerlich mit dem, wenn man nichts sieht, dadurch, dass die Kamera dann wechselt und man... Oh, fuck you! Und man dann nicht sieht, wie sie wechselt, die Kamera, dann wird es schwierig. So, ich gehe mal ins Licht. Diese blöde Kuh, jetzt taucht die hier auch noch auf.
Ich speichere erstmal. Ja, mach halt aus, ist egal. Nachdem wir jetzt in der Küche so einen riesen Vorrat gefunden haben, mache ich mir keine Sorgen mehr um die Streichhölzer vorerst. Okay. Na dann, lass mal weiterschauen. Was? Erstmal kurz zurück ins Licht. Okay. Kein Geist. Oh, natürlich, wir müssen wieder das Licht anmachen, um die Tür aufzukriegen. Oh, die ist komplett zu, ihr Schweine. Dann müssen wir wohl die Tür nehmen. Oh, lass mich in Ruhe, Alte. Ich mag dich nicht. Ist aber auch sehr penetrant. Sie ist wahrscheinlich auch das Miststück, das uns immer hier das Licht ausknipst, ne? Nehme ich mal so an. So, halt. Ja, war gut, war gut. Ja. Da muss ich ja nicht extra noch ein Streichholz verschwenden, um hier rüberzukommen. Weil wir das ja sowieso wieder ablegen müssten hier in der Stelle. Nur ein Bild, dachte ich, und steckte das Messer hinein. Und ich bin gespannt, was passiert. Der Klang des mechanischen Klickens war eine Erleichterung für meine Seele. Licht. Okay. Ich glaube, hier gibt es eine Geheimtür. Oh ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Wieder was zum Lesen. William Vespers Tagebuch, Auszug 13. 20. Februar 32. Als ich aus dem Smoke and Mirrors heimkam, hing ihre Stimme noch an meiner Seele. Das Mädchen ist phänomenal. Vorgestellt hat sie sich als Selina. Sie ist gerade erst in der Stadt angekommen, wie es scheint. In ihrer Stimme liegt eine Melancholie, die mir sehr vertraut ist. Sie ist wie ein Mondstrahl, der dich wie ein kalter Windhauch aus dem Norden streift. Innerhalb weniger Minuten saßen auch die schlimmsten Trunkenbolde vor der Bühne, manche auf den Knien, und weinten. Man sieht, dass sie jung ist, aber ihre Stimme ist es nicht. In ihr liegt die Weisheit vieler Leben. Sie hat eine Flamme entzündet, die vor langer Zeit erloschen ist. Ihr Lied reinigte meine Seele, als hätte ein Alchemist die Asche meines unfertigen Werkes mit destilliertem Wasser besprengt. Sie erinnerte mich an eine alte Freundin. So nah und doch so fern, nur dass diese sich niemals auf die Erde begab. Wieder Selina Sandwick. Der Eigentümer hatte eine Obsession für diese Sängerin. Oh ja, ich glaube auch. Diktaphonia. 40 Stunden bei der Arbeit zu verbringen, sollte es für Sie den Mann mit all den Pflichten nicht unmöglich machen, sie alle zu erfüllen. Mit unserem Aufnahmegerät Modell E können Sie Zeit sparen und Ihre Produktivität verdoppeln. Diktaphonia arbeitet hart dafür, Ihnen dabei zu helfen, moderner und effizienter zu werden. Nutzen Sie dazu modernste Technologien. Verschwenden Sie keine Zeit. Genießen Sie sie mit Diktaphonia. Was auch immer das Ding macht. Ich habe das Porträt einer norwegischen Jazzsängerin gefunden, Selina Sandwick. Lebte sie hier? Hatte sie den Besitzer geheiratet? Oder war es reine Faszination? Ich glaube, den Rest hatten wir schon soweit, ne? Die drei Gemälde... Warum auch immer, das verstehe ich nicht ganz. Das ist nicht chronologisch geordnet, ne? Also das hier unten, das findet man ja räumlich schon vor dem Gemälde, aber das ist andersrum angeordnet. Na gut, was soll's. Ich schaue nur noch mal kurz, ob wir noch irgendwas haben. Die Truhe, ja, das haben wir doch jetzt schon gesehen. Also mit dem Markieren, was wir jetzt schon gesehen haben und was nicht, das funktioniert nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Okay. Selina und William, Auszug 3. Den Sommer 35 verbringen wir mit Feiern. Jim stellt uns immer wieder neuen Leuten vor. Er sagt, das sei er sein Job als Produzent. Er bezahlt alles. Er bringt mich immer dazu, zu viel zu trinken und sagt, skandinavische Mädchen können das vertragen.
Ich aber nicht. Aber ich liebe Alkohol. Ich mag Whisky und bin oft betrunken. Wir geben ein Konzert nach dem anderen, entlang der ganzen Küste. Nach dem Auftritt kommen die Menschen zu mir. Sie bringen mir Blumen und sagen, dass sie sich keinen meiner Auftritte entgehen lassen würden. Ich kann es kaum fassen. Aber ich spüre bereits, dass ich mich verändere. Meine Augen gewöhnen sich an das Scheinwerferlicht. Ich fühle mich immer mehr wohl auf der Bühne und lerne, das Publikum zu verführen. Und Männer zu verführen. Sie mögen mich, sie finden mich schön und ich nutze das aus. Wir proben bei Gats. Das ist unser Schlagzeuger. Er hat ein Gästezimmer und ich ziehe schließlich dort ein. Meine Eltern versuchen mich davon abzuhalten, aber ich werde erwachsen und sie können nichts dagegen tun. Ich glaube, sie wissen, wie das alles enden wird. Oha, also irgendwie klingt das nach einem negativen Ende mit Ansage, so ein bisschen. Naja, Hollywood verschlingt seine Bewohner, sage ich mal, ne? Verschwundene Frauen, 20. September 34. Seit über einem Jahr verschwinden in Boston immer wieder Frauen. Trotz mehrerer Suchaktionen der Bürger und Polizei gibt es mittlerweile 13 offene Fälle. Die Frauen stammten allesamt aus der sozialen Unterschicht und waren zwischen 20 und 50 Jahre alt. 8 von ihnen waren bekannte Prostituierte aus den Distrikten Jamesport, Livingston, Blacklake, Crescent Bay und Tardy, wo auch die meisten von ihnen verschwunden sind. Im Laufe der letzten paar Monate haben sich die mutmaßlichen Entführungen gehäuft und mittlerweile ist es fast jede Woche ein neuer Fall. Menschenhandel? Mord? Die Polizei vermutet definitiv ein Verbrechen und hält die Bürgerinnen zur Vorsicht an. Doch die Stimmen werden lauter, dass die Gesetzeshüter zu zaghaft vorgehen, wenn man bedenkt, dass man es vermutlich mit einem oder gar mehreren Mördern zu tun hat. Die Bilder von Leichen mit irrsinniger Sorgfalt verstümmelt. Eine Galerie voller Opfer. Im Büro waren Dutzende Fotografien von Frauen, einschließlich Zeitungsausschnitten von vermissten Frauen, die der Wolf von Blacklake getötet hatte. Der Wolf, Entschuldigung. Und ich war hier gefangen, zusammen mit diesen traurigen Erinnerungen. Oh, William, was hast du getan? Das wird doch nicht etwa dein Werk sein. Nein! Lass mich! Oh, shit! Ich hab sie zu spät gesehen. Ach, Mist. Ach, fuck. Okay. Ich werde nochmal nachspielen. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Und ich habe gerade glücklicherweise eine Lichtquelle hier drüben entdeckt. Da steht eine Kerze rum und daneben auch gleich ein Sessel. Wunderbar. Und hier drüben die Ecke habe ich irgendwie gar nicht betrachtet vorhin, glaube ich. Da steht nochmal schön groß Selina. Also er hat wirklich eine Obsession für sie gehabt. Und ich würde mir gern hier unten das anschauen, die Bilder. Dankeschön. 28. August 1912. Williams erste Schallplatte. Debussy's Claire de Lune. Das habe ich auch, aber nicht als Schallplatte. Als CD. Gut, schauen wir uns mal weiter um. Die Frau sah entsetzt aus. Ein Gefühl, das ich nur zu gut kannte. So, nehmen wir mal die Streichhölzer an uns. Mensch, jetzt zieht's aber ganz schön, ne? Das Kabel, das durch den Raum lief, sah wie eine Schlange aus. Okay, wo beginnt das? Wo hört es auf? Halt hier! Ah, hahaha! Der Schalter bewirkte nichts. Vermutlich war das Kabel... Ich hab's irgendwie nicht fertig lesen können gerade. Machen wir mal gerade. Nicht eingesteckt. Okay. Dann gehen wir mal kurz schauen, ob das direkt vor einer Steckdose liegt. Bitte Licht! Dankeschön. Hier drüben. Ach, das geht durch die Tür durch, oder? Ja. Aber wir kommen mal wieder nicht... Doch, wir kommen weiter. Der Kleiderschrank wurde ein paar Mal verschoben. Kein Zufall. Kannst du ihn auch verschieben? In irgendeine Richtung? Dafür brauche ich beide Hände. Ah, natürlich. Na gut, dann schauen wir uns mal kurz in der Dunkelheit um so lang. Wir wollen das Streichholz natürlich ausnutzen.
Okay, jetzt wo ich was finde, was ich untersuchen könnte, ist es aus. Na gut. Den Raum kennen wir, denn wir haben hier uns das Licht schon gemacht in der Küche. Das ist also der Korridor, der gemeint war. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Gut, dass wir das Licht umgeschaltet haben. Oh nein.